So, wir haben hier zwei Vektoren gegeben, U und V. Und wir sollen jetzt bilden, A ist gerade gleich die Divergenz von U Kringel V, also das dyadische Produkt der beiden Vektoren U und V. Der eine Pfeil drüber, den ich mache, der bedeutet, es handelt sich um einen Vektor. Und ja, dann muss ich mir überlegen, was ich bei A mache. Dann würde ich sagen, A ist mal eine Matrix. So, und jetzt kann ich das dyadische Produkt bilden. Das heißt, ich nehme jetzt das mal das. Jetzt bilde ich also U Kringel V, das dyadische Produkt aus U und V. Und dann habe ich 4 mal 3 sind 12. Dann habe ich ein x1 hoch 10, ein x2 hoch 3 und in x3 hoch 4. Jetzt kommt das mal das. Das sind 20, x1 hoch 10, x2 hoch 3 und x3 hoch 5. Und jetzt das mit dem multipliziert, sind wieder 20, x1 hoch 8, x2 hoch 3. Also man muss sehr aufpassen, dass man sich hier nicht irgendwo einfach beim Abschreiben vertut. Also das mit dem und das mit dem multipliziert ist die erste Spalte. Jetzt kommt die nächste Spalte. Minus 9, x1, 4 plus 5 sind 9, x2 hoch 4 und x3 hoch 8. Dann sind wir bei minus 15, x1 hoch 9, x2 hoch 4 und x3 hoch 9. Und der nächste, minus 15, x1, 3 plus 4 sind 7, x2 hoch 4 und x3 hoch 4. So, und jetzt sind wir bei 6, x1 hoch 5, x2 hoch 4 und x3 hoch 8. Und beim x1 nochmal gerade, also das war mit dem x1 hoch 5, x2 hoch 4 und x3 hoch 8 scheint richtig zu sein. Hier kommen jetzt 10, das wäre also der mit dem x1 hoch 5, x2 hoch 4, x3 hoch 9. Und jetzt kommen hier noch 10, x1 hoch 3, x2 hoch 4 und x3 hoch 4. So, und jetzt soll ich die Divergenz von einer Matrix bilden. Und das, wenn wir das machen, kommt da raus. Also, ja, wie schreibt man das am besten auf? Ja, wenn wir im Vorlesungsskript nachgucken, steht da ein Tensor I n abgeleitet nach n mal ei. Das Ergebnis ist also ein Vektor. Und wenn ich i gleich einsetze, bekomme ich die erste Spalte raus. Nennen wir also, in unserem Fall ist das also das t ein a. Und jetzt muss ich also im Prinzip bilden. A 1, das ist jetzt also i, setze ich gleich 1. 1 abgeleitet nach 1 plus a 1, 2. Ich setze also jetzt i gleich 1 und n gleich 2. Abgeleitet nach 2 plus a 1, 3 abgeleitet nach 3. Und das Ganze multiplizieren wir mit ei. Und das ist im Prinzip die erste Spalte. So, und jetzt kommt, ich setze jetzt das i gleich 2, also a 2, 1 abgeleitet nach 1 plus a 2, 2 abgeleitet nach 2 plus a 2, 3 abgeleitet nach 3. Das müsste ich jetzt also mit i1, mit i2 multiplizieren. Und jetzt habe ich noch in a 3, 1 abgeleitet nach 1 plus a 3, 2 abgeleitet nach 2 plus a 3, 3 abgeleitet nach 3 mal e3. Ja, oder wenn ich das hier weglasse, kann ich hier einfach diese Klammer drum schreiben und das hier weglassen. Wir suchen jetzt dieses Teil hier, also im Prinzip den hier,
nach 1 abgeleitet plus den hier nach 2 abgeleitet plus den hier nach 3 abgeleitet. Das wäre, wenn ich das also nochmal aufschreibe, a1, a2 und a3 ist nur der hier gesucht. Und jetzt sage ich a2 ist also dieser Bursche hier nach 1 abgeleitet. Und das ist minus 81 x1 hoch 8, x2 hoch 4 und x3 hoch 8. So, und jetzt muss ich diesen Burschen nach x2 ableiten. Jetzt kommen also minus 60 x1 hoch 9, x2 hoch 3 und x3 hoch 9. Und jetzt noch den nach x3 ableiten. Die 4 nach vorne sind minus 60. x1 hoch 7, x2 hoch 4 und x3 hoch 3. So, und jetzt muss ich gucken, ob ich die richtige Antwort finde. Gucken wir erstmal die erste nach. Minus x1, der stimmt. x1 hoch 8, x2 hoch 4, x3 hoch 8, minus 60 stimmt, x1 hoch 9 stimmt, x2 hoch 3 stimmt, x3 hoch 9 stimmt, minus 60 stimmt, x1 hoch 7, x2 hoch 4, x2 hoch 3, aha, ist gleich der erste, ist ja praktisch, muss ich nicht länger suchen, also der erste ist schon richtig und dann brauche ich mir die anderen hoffentlich nicht mehr anzugucken. Ich hoffe, dass der gleiche nicht nochmal da steht. Ja, und damit ist die Aufgabe mal wieder gelöst. Wir versuchen das nochmal zu erklären. Was ist die Divergenz? Die Divergenz eines Vektors. Wenn ich jetzt also zum Beispiel einen Vektor habe, x1, x2, x, also nehmen wir erstmal den Vektor v1, v2 und v3. Und wenn ich die Divergenz davon bilde, dann ist das dv1 nach dx1 plus dv2 nach dx2 plus dv3 nach dx3. Bei einer Matrix ist das eben etwas komplizierter. Wir stellen erstmal fest, dass durch die Divergenz aus einem Vektor ein Skalar wird und aus einer Matrix wird dann natürlich ein Vektor. Und das Bildungsgesetz haben wir uns hier erkannt. Und wie gesagt, wenn ich einen Vektor habe, wird die erste Komponente nach x1 abgeleitet, die zweite Komponente nach x2 und die dritte Komponente nach x3. Und dasselbe Spielchen müssen wir auch hier anwenden. Und dazu können wir eben diese Definition uns angucken. Und das war eben im Prinzip das hier. Und dieses Komma, was hinter dem Komma ist, bedeutet, es wird abgeleitet. Wir sehen hier einen doppelten Index. Über diesen doppelten Index wird addiert. Und jetzt können wir eben erstmal i gleich 1 setzen. Dann kriegen wir die erste Komponente von dem ganzen Vektor hin. Und dann müssen wir nur über n 1, 2, für n 1, 2 und 3 einsetzen. Das heißt, wenn ich das hier nochmal ausschreibe, dann steht hier erstmal t1, 1, abgeleitet nach 1 mal e1. Da habe ich jetzt i gleich 1 und n gleich 1 gesetzt. Und jetzt kommt eben plus. Jetzt setze ich für n gleich 2 ein. t1, 2, 2 mal e1. Das ist jetzt also i gleich 1 und n gleich 2. I gleich 1 und n gleich 1. Und jetzt geht es eben weiter. Plus t1, 3, 3 mal e1. Dann ist i immer noch gleich 1 und n gleich 3. Und das ist alles e1 und deswegen kommt das alles nach oben. Und jetzt würde weiterkommen für i gleich 2 und n gleich 1. Hätte ich jetzt also eben im Prinzip ein t2, 1 abgeleitet nach 1 mal e2 und so weiter. Und wir sehen, wegen dem e2 entsteht jetzt die zweite Komponente. Und der t2, 1 wäre jetzt also der hier. Und so kommen wir da drauf, dass wir diese ganze Zeile hier nach x1, x2 und x3 ableiten müssen. Und das ist dann eben, wie gesagt, die zweite Komponente von der Divergenz dieser Matrix. Ja, ich hoffe, die ganze Erklärung ist klar geworden. Schade ist, dass die Hausaufgabe sich leider nicht mit der Mechanik beschäftigt. Wir sind schon mitten im Semester und die Mechanik hat also anscheinend noch nicht angefangen. Und es geht nur um mathematischen Tensorkram. Ja, das ist alles sehr schade. Aber wie gesagt, ich hoffe, die Lösung ist klar geworden. Und das Schöne ist, es scheint gleich die erste von den Lösungen zu sein. Und man muss sich hier sehr aufpassen, dass man sich nicht einfach bei Multiplizieren vertut.